Die Funktion hyperbolischer Arcus cotangens kann definiert werden durch hyperbolischer Arcus cotangens von x gleich f von x gleich 1 halbes mal natürlicher Logarithmus von x plus 1 geteilt durch x minus 1. Erstens, bestimme den Definitionsbereich von f. Zweitens, untersuche die Parität von f. Drittens, bestimme die eventuellen Nullstellen von f. Viertens, bestimme die eventuellen Asymptoten ihres Graphen. Fünftens, untersuche Steigung, Gefälle von f und charakterisiere ihre eventuellen Extrema. Sechstens, skizziere den Graph von f, indem du alle bisher erhaltenen relevanten Ergebnisse explizit mit den Merkmalen des Graphs verbindest. Im Punkt 1 suchen wir den Definitionsbereich dieser Funktion. Wir erinnern uns, um ln von x zu berechnen, muss x streng positiv sein. Das bedeutet also hier, dass dieser Bruch x plus 1 geteilt durch x minus 1 streng positiv sein muss. Um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir diese Zeichentabelle mit den besonderen Werten minus 1 und 1. X plus 1 ist 0 bei minus 1, rechts von minus 1 streng positiv, links streng negativ. X minus 1 ist 0 bei 1, rechts streng positiv, links streng negativ. Also die Schlussfolgerungen für diesen Bruch sind diese. Dieser Bruch soll streng positiv sein. Das ist der Fall hier und da. Also muss x sich hier oder da befinden und demzufolge ist der Definitionsbereich der Funktion von minus unendlich bis minus 1 aber ausgeschlossen, vereinigt mit von 1 aber ausgeschlossen bis plus unendlich. Im Punkt 2 berechnen wir f von minus x. Das heißt, in f von x ersetzen wir x da und da durch minus x. Jetzt multiplizieren wir Zähler und Nenner von diesem Bruch mit minus 1 und erhalten dann diesen Bruch, der genau der Kehrwert von diesem da ist. Also drehen wir diesen Bruch um und setzen als Exponent minus 1. Eine Eigenschaft vom natürlichen Logarithmus besagt, dass dieser Exponent minus 1 nach vorne springen darf, wo er multipliziert. Und somit erhalten wir für f von minus x minus diese Funktion und genau das ist f von x. Also erhalten wir minus f von x. Demzufolge ist die Funktion f also ungerade. Und da der Definitionsbereich der Funktion f symmetrisch gegenüber der Zahl 0 ist und f ungerade ist, können wir die Studie von f reduzieren auf dieses Intervall von 1 ausgeschlossen bis plus unendlich. Also alles, was wir ab jetzt machen, wird reduziert auf dieses Intervall. Um den Punkt 3 zu bearbeiten, lösen wir die Gleichung f von x gleich 0, also hier ln von x plus 1 geteilt durch x minus 1 gleich 0. Durch den Graph von ln sehen wir, der natürliche Logarithmus wird nur 0 bei 1. Also diese Gleichung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn dieser Bruch x plus 1 auf x minus 1 gleich 1 ist. Dieser Bruch ist gleich 1, dann und genau dann, wenn Zähler und Nenner gleich sind. Und das ist gültig, dann und genau dann, wenn 1 gleich minus 1 ist. Was also bedeutet, diese Gleichung ist äquivalent zu einer Unmöglichkeit. Und demzufolge hat die Funktion f keine Nullstelle.
Im Punkt 4 beginnen wir mit vertikale Asymptote. Da die Studie von f reduziert wurde auf das offene Intervall von 1 bis plus unendlich, berechnen wir den Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 plus strebt, also diesen Grenzwert. Wir sehen hier, wenn wir x durch 1 ersetzen, erhalten wir 2 geteilt durch 0. Also haben wir hier ln von plus unendlich und durch den Graph von ln sehen wir, dass dieser Grenzwert plus unendlich ist, also ein halbes Mal plus unendlich, das macht plus unendlich. Und demzufolge haben wir eine vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich 1 plus. Jetzt horizontale Asymptote. Wir berechnen den Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt. Nicht bei minus unendlich, weil wir die Studie von f ja reduziert haben auf das offene Intervall von 1 bis plus unendlich. Wir berechnen also hier diesen Grenzwert. In diesem Bruch ist der Grad oben derselbe wie unten, also strebt dieser Bruch gegen 1 geteilt durch 1, also 1, so haben wir hier ln von 1 und ln von 1, das macht 0. Ein halbes mal 0 bleibt 0 und somit ist dieser Grenzwert gleich 0. Und demzufolge hat f eine horizontale Asymptote bei plus unendlich mit kartesischer Gleichung y gleich diese 0. Wir können auch hier sagen, dass der Graph von f sich dieser horizontalen Asymptote von oben nähert. Warum? Weil in diesem Bruch sehen wir deutlich, dass der Zähler streng größer ist als der Nenner, also ist dieser Bruch streng größer als 1 und der natürliche Logarithmus von egal welcher Zahl streng größer als 1 ist streng positiv. Daher diese Schlussfolgerung. Jetzt schräge Asymptote. Da wir bei plus unendlich eine horizontale Asymptote haben, kann es dort keine Schräge geben. Im Punkt 5 berechnen wir selbstverständlich die Ableitung f' von x. Ein halbes kommt aus dieser Ableitung raus und multipliziert dann da vorne, bleibt abzuleiten ln von diesem Bruch. Und das ist die Ableitung von diesem Bruch geteilt durch diesen Bruch. Hier haben wir ein f auf g'. Das macht f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Das führt dann so zu diesem Produkt oder auch zu diesem Produkt. Hier können wir noch durch 2 kürzen und dieses Minus setzen wir nach unten und somit erhalten wir diesen Bruch als f' von x. Diesen Bruch können wir aber auch so schreiben, so wird die Zeichentabelle etwas kürzer. Wir haben die besonderen Werte minus 1 und 1 für diesen Nenner. 1 minus x² wird da und da 0, also gibt es den Nenner an diesen Stellen nicht. Außerhalb von diesen zwei Werten schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also minus, und dazwischen entgegengesetzt. Jetzt können wir diesen ganzen Bereich schraffieren. Man könnte sogar die 1 noch mit schraffieren, denn wir haben die Studie der Funktion ja reduziert auf das Intervall von 1 ausgeschlossen bis plus unendlich. Bei 1 selbst gibt es die Funktion nicht und rechts von der 1 ist die Ableitung streng negativ, also fällt die Funktion. Und demzufolge kann die Funktion kein Extremum haben. Jetzt kommen wir zu Punkt 6. Wir wissen, dass die Funktion bei 1 plus eine vertikale Asymptote hat und bei plus unendlich eine horizontale Asymptote hat. Durch all das, was wir bisher im Intervall von 1 bis plus unendlich gesehen haben,
wissen wir, dass die Funktion von der vertikalen Asymptote fällt zur horizontalen Asymptote hin. Da diese Funktion f ungerade ist, wissen wir, dass bei minus 1 auch eine vertikale Asymptote sein muss und dass das Spiegelbild von diesem Grafikteil gegenüber dem Ursprung ebenfalls zum Graph der Funktion f gehört.